Blau ist. Da ist ein anderes Grün. Das da könnte sein. Also das da ist wieder komische Erde. Weil es kommt ein grünes Inzens-Ding raus. Also wird es auch grünes Erz sein? Das ist eine sehr schwache Logik. Ich gehe einfach mal dahin. Ich gucke zu dem Feld da und hoffe, dass es dieses Charge-Ding ist. Dann laufe ich mit dem Charge-Ding da runter und baue schon mal eine Schrotflinte. Weil wir eine Schrotflinte wird das Ding brauchen. Okay, und dann hoffe ich, dass das Ding total überpowered ist, weil es eine gemoddete Waffe ist und dass wir damit die erste Basis zerlegen können. Und Munition brauchen wir wahrscheinlich auch. Nein! Es ist keine Waffe. Als Munition sind diese Nanokanister. Kann ich also eigentlich alles knicken? Aber wo ich schon mal hier bin, nehme ich davon jetzt ein bisschen was mit. Oh, vielleicht hat das ja noch andere Sachen. Doofe Sache, doofe Sache. Aber wir haben schon eine Schrotflinte. Haben oder nicht haben. Oh, apropos Waffen. Auch Eisen, okay. Und warum ich jetzt das Unicom-Zeug hier abbaue? Wir brauchen es zwar nicht direkt für irgendwas, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es für irgendwas brauchen, was ich später erst finde. Und ich hätte gerne einen kleinen Vorrat, damit das von eben gerade nicht passiert. Oh, wir brauchen komisches grünes Zeug. Wir müssen jetzt 10 Kilometer weit weglaufen, während wir eigentlich was Wichtigeres machen müssen. Nein, das machen wir dann nicht. Dann gucken wir in die Kiste und sagen, aha, der Gerogon der Vergangenheit hat sinnigerweise was schon eingelagert für uns. Genau. Baue ich jetzt das Richtige ab? Ja, Charge Chunk. Und ich bekomme nichts. Und ich bekomme nichts. Haha, ein Charge Chunk. Also Yield hatte 64%. Heißt das, ich habe eine 64% Chance, was rauszubekommen? Wahrscheinlich, ne? Dafür geht es ganz schön oft daneben. Also öfters als die Prozentzahl. Wie viel bräuchten wir theoretisch für ein so ein doofes Ding? Ein Schadstank. Ja gut, das reicht. Raus, weg hier. Bloß weg hier. Achso, hier sind noch Waffen. Die muss man gar nicht erforschen. Okay. Asklepios, Field Medic Cyborg? Was? Okay. Standard Projectile Crate. Can used in wide variety weapons. Laser Gun klingt gut. Wo kriegst du einen orangen Kristall her? Da. Brauche ich Unicomp A2. Bist du? Nein. Unicomp A2. Nee, das ist 90 mal Unicomp, um Katalex rauszubekommen. Achso, wenn ich das jetzt einfach in den Schmelzofen schmeiße? Ich teste. Nö. Okay. Wenn ich das in so einen Crusher schmeiße? So, erstmal darfst du jetzt die hier zerlegen, damit ich diese grünen komischen Dinger habe. Nimmt er immer zwei und es kommen zwei raus? Oder verdoppelt sich das? Nee, es verdoppelt sich. Ting, ting. So, mein Sonderzeug da hinten rausholen. So, du. Crushed UCN. Ah, Unicomp. Nein. Was? Unicomp N4 stelle ich hier aus UCN4 Pellets. UCN4 Pellets stelle ich hier aus. Dreimal Crushed. Ja, okay. Wo stelle ich das hier? In einem P. Ich brauche ein P. Wo ist ein P? Da ist ein P.
Ich brauche einfach nur mehr Eisen. Ja. Es fängt schon mal gut an, was das Mod-Dings angeht. Also die Yuuki-Geschichte. Aber es klingt gut. Also es klingt so, als könnte ich jetzt hier alles zusammenwurschteln, ohne irgendwas stundenlang erforschen zu müssen. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, ja. Gucken wir mal. So, jetzt tun wir ein P neben das C. Du stellst bitte... Oh, du brauchst irgendeine Flüssigkeit. Nee. Also wir stellen die Smelt und Form Blue Dust. Pellet. Und wir haben ein Nebenprodukt, Slag. Nützlicher Slag, also Schlacke. Das, was oben drauf ist, was man dann abschöpft. So, jetzt haben wir Pellets. Und aus den Pellets würde ich gerne das da machen, ebenfalls in einem P. Ich hätte gerne ein zweites P. Na. Da. Das tun wir mal dahin. Du machst die da. Und wirfst die da rein. Bei dem Rezept war irgendwas von der Flüssigkeit. Haben wir jetzt ein Abfallprodukt als Flüssigkeit? Sehe ich nicht. Ich sehe nur Unicomp N4. Gut, damit können wir jetzt ein W bauen. ich wollte eigentlich Lasergun bauen in dem Gebäude. Dafür bräuchten wir schon mal Engines. Aber das sind die gelben, die sind okay. Wir brauchen ein Reinforced Gear und ein D4 M68 Chips. Ich sollte das nicht weitermachen hier, oder? Es ist ein M irgendwas Chip. Zu viele Flüssigkeiten. Da? Ach, das sind Module. Pinke Module. Nein. Ja, ich sollte es echt nicht weitermachen. Da. Sieht blau aus und sieht ein Chip aus. M68K. Da. Brauch orangenes Zeug. Es klingt gar nicht so schlimm. Orangenes Zeug. Brauch Rich Dust. Rich Dust kommt aus einer Mischung von Blau und Grün. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nur neues blaues Zeug holen. Na, da ist noch blaues Zeug. So, dann mach mal... Was? Oh, natürlich viel mehr davon. Okay, gehen wir jetzt mal ganz kurz durch. Ich gehe jetzt nur kurz durch, was ich machen müsste, um zu dem Laser zu kommen. Und ob es einigermaßen machbar ist. Also die blauen Chips sind machbar. Was? Da. Blaue Chips sind machbar. Eine Standard Electrical Charge. Da. Brauch eine Fuel Battery Cell. Die wird eben... Nee, die wird in der Fabrik gemacht. Reinforced Gears und Basic Machine Frame. Sind die schnell relativ machbar? Forschung, irritiere mich nicht. Gun Turret Damage. Bessere Rüstung. Erforscht bessere Rüstung. So. Reinforced Gear? Ich glaube, ich war beim Reinforced Gear. Eine Tatze? Nein. Da. Brauch auch nur Pellets und Stahl. Okay. Ich muss losgehen. Ich brauche Unicomp und ich brauche das grüne Zeug. Von beiden baue ich so ungefähr, keine Ahnung, 10 Stück ab. Laufe dann wieder zurück und dann habe ich hoffentlich ein total überpowertes Lasergewehr, mit dem ich dann die Basis im Westen zerlegen kann. Das wäre der Plan. Dunkles Quarz. Da ist Unicomp. Und warte mal, du hattest eine Mining Power von 2,1. Du hast eine Mining Power von 4. Ja, schon mal dezent besser. Ja, gib ihm.
Leider kriegen wir jetzt so, glaube ich, keine Erfahrungspunkte. Was typisch ärgerlich ist, aber hey. Oh, da haben wir ein Yield 144 Feld. Das ist doch viel besser. Ja, kriege ich jetzt jedes Mal eins und ab und an kriege ich zwei. Das hätte ich bei den Grünen auch mal machen sollen, ne? Yep. Allgemein, wenn man richtig schöne Ausbeute irgendwo hat, kann man am Anfang auch ziemlich viel manuell machen, denke ich. So, es kam jedes Mal, glaube ich, zwei Stück oder so raus. Ich glaube, 20 reichen erstmal. Und irgendwie Autosave da ganz schön häufig. Oder spiele ich jetzt schon so lange am Stück? Und ich bin versucht, diesen Wald zu zerstören. Nein. Keine Explosivtermiten freilassen, auch wenn das lustig aussieht. So, 149% Yield. Das schaut doch gut aus. Davon jetzt auch nochmal 20 Stück. Dann nach Hause und gucken. Also ist ziemlich wuselig. Aber ich denke, Dytek war am Anfang ja genauso, dass man da auch recht schnell einen Überblick hat. Und das zu automatisieren könnte sogar einfacher sein als alles andere, weil die Gebäude anscheinend alle 2x2 groß sind. Und wenn alle Gebäude einheitlich groß sind, kann man da richtig schöne Komplexe mitmachen. Vor allem 2x2 würde auch in das Muster passen, was wir jetzt gerade anstreben. Also die kleinen Poles oder die doppelt so weitreichenden kleinen Poles. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Hatte ich einmal erzählt. Hatte ich doch, oder? Ja, hatte ich am Anfang. Und wir sind schon bei 26, gut. Also, nochmal nur zur Sicherheit mit den doppelten Poles. Die jetzigen Poles, die wir haben, sind insgesamt 5 Felder von West nach Ost und 5 Felder von Nord nach Süd. 5? Ja, 5. Die anderen, die wir jetzt erforschen wollen, haben 9. 9 oder 11? Ich glaube 11. Ja, das heißt, wir können es später so machen, dass wir immer in der Mitte einen rausnehmen. Und dann geht das auf. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Platz. Also nenne ich das Muster jetzt das Small Pole Muster. Wobei in der letzten Staffel hatten wir immer das Medium Pole Muster. So, irgendwie haut das schon hin. Also ich bräuchte eigentlich, warte mal. Was bist du? Du bist ein C. Ich bräuchte noch ein C. Ich bräuchte ein Rohr. Warum habe ich Lenfel in der Hand? Ich bräuchte Rohr. So, wo ist das C? So, das ist C. C. So, du machst bitte das grüne Zeug. Ich tue mir nur die Hälfte rein, weil ich nicht ganz sicher bin, wann ich was davon nochmal in Rohform vielleicht brauchen könnte. Und du kriegst die Hälfte von dem blauen Zeug. Du. Oh. Ja, das ist jetzt ungünstig. Du weg, du weg. So. So. Nein. Nein. So. Haha, okay. So, jetzt könnt ihr arbeiten. Also gib mir das. Das könnte schon reichen, genau. Für einen Rich Dust. Jetzt benutze ich Rich Dust 20. Okay. Wozu brauche ich jetzt Rich Dust? Erstmal brauche ich noch ein paar von den Pellets. Davon brauche ich die da. Dafür brauche ich die da. Dann kriege ich die Pellets. Mit den Pellets mache ich die Steel Gears. Mit den Reinforced Gears. Mit den Reinforced Gears baue ich diese komischen neuen Maschinen. Die auch Strom. Ah, Kohle. Also ist ja nicht so, dass die Lasertürme jetzt ausfallen könnten, weil wir keinen Strom haben. Wir haben gar keine Lasertürme. Also ist Stromausfall nur ein kurzes Zwischending. Es ist nicht so schlimm. Werden gerade keine Ressourcen hergestellt und keine Forschung. Aber es passt schon. Und ja, Autosave scheint alle 5 Minuten zu sein. Was auch Sinn macht, weil ich nur in der letzten Staffel das hochgeschraubt hatte auf eine Viertelstunde oder was. So. Und das Ärmchen funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen
wollte eigentlich nicht komplett das voll machen. Aber gut, mach mal. So, ich habe jetzt Cs und Ps und pinkes Zeug und grünes Zeug und blaues Zeug. Ich dürfte mich langsam dem Laserding da nähern. Aber ich denke, das wird erst was für nächste Folge. Und ich hoffe wirklich, dass das Ding auch, ne, komplett baubar ist, dass sie Munition bauen kann und dass es auch wirklich stark genug ist. Es macht ZZZ und brennt Löcher. Das ist nicht sehr aussagekräftig, wie stark das später ist. Aber da es eine gemoddete Waffe ist, denke ich einfach, dass sie stark ist. Aber das sehen wir in der nächsten Folge oder übernächste. Bis denn.